Am Samstag, den 29. April 2023, gab es einen gebührenden Empfang für den nordischen Kombinierer des ÖSV-Nationalteams Martin Fritz, der im Teambewerb zusammen mit Lukas Kreiderer, Johannes Lambader und Stefan Rettenecker bei der nordischen Ski-WM Anfang März die Bronzemedaille holte. Die Murauer Bürgergarde als auch die Lassnitzer Musikkapelle marschierten auf, um den sympathischen, gebürtigen 29-jährigen Murauer einen gebührenden Empfang zu bereiten, der von Seiten der Stadtgemeinde und des WSV Murau organisiert wurde. Martin Fritz fuhr mit seinem Hauptsponsor Mazda Fellner ein und kam in Begleitung seiner Mutter und seiner Ehefrau. Jetzt geht er auf das Spalier. Das macht schon Thomas Lesnitzer als einer der Applaudierer. Ja, es gibt jetzt einen Ehrensalut. Ich bitte die Bürgergarde und der Kommandant Christoph Knapp. Des Fanclubs und seiner Freunde war groß. Nach den Ansprachen und der Überreichung zahlreicher Präsente durfte er selbst den Bieranstich vornehmen. Der Wunsch vom Kommandant Christoph Knapp wäre ein Foto, jawohl. Ein Hoch dem Eben Gerstensaft, wenn man die Nacht zum Tagen hat, ein schönes, frisches Bier. Wie war das Gefühl unmittelbar, nachdem ihr gewusst habt, ihr seid am dritten Platz? Ja, für mich war es unbeschreiblich eben, weil die letzten Jahre, ich war schon seit 2019 immer bei den Großevents dabei, immer ohne Medaille, immer knapp. Also jetzt vor allem bei Olympia letztes Jahr, da wollte ich schon fast den Hut draufhauen, weil eben immer so knapp ist. Und dann haben alle auf mich eingehockt, dass ich jetzt so quasi als Schlussläufer das verhaut habe. Und da wollte ich Da war die Motivation schon richtig schwierig, aber das hat sich dann Gott sei Dank sehr schnell umgewandelt in Motivation, damit ich wieder richtig Gas gebe. Und der Franz ist sowieso ein unglaublicher Typ. Der setzt nicht nur auf die richtigen Pferde, sondern auch auf die Sabrina Simada zum Beispiel aus Kenia unten, wo einfach sie unterstützen möchte und damit sie den Sport ausüben kann, was sie liebt. Und genau das zeichnet den Franz aus. Genauso wie meine anderen Sponsoren, die stehen dann immer hinter mir. Und inzwischen, muss ich ehrlich sagen, hat sich schon eine Freundschaft entwickelt zu jedem Sponsor, was ich habe. Und ich finde, dass die Zusammenarbeit immer super funktioniert. Wie sehr hast du dich heute über diese einzelnen Präsente gefreut? Ja, für mich war das unglaublich heute. Also Stadtgemeinde, WSV und die Steirischer Skiverband, also das ist unglaublich schön für mich zu sehen, dass die alle hinter mir stehen und also der WSV, der hat sich richtig ins Zeug gehauen für mich und das macht schon richtig Freude. Und privat hat sich in der Zeit, in der Vergangenheit ja auch einiges bei dir getan. Ja genau, also ich bin letztes Jahr Vater geworden, habe geheiratet, hat sich natürlich im privaten Sektor einiges geändert, mein ganzes Leben hat sich ein bisschen auf den Kopf gestellt, mit der Kleine war es am Anfang, hat nicht gern, nicht so viel geschlafen, aber haben wir alles in den Griff gekriegt, Gott sei Dank, und meine Frau, die steht immer hinter mir und hält meinen Rücken frei. Das ist für mich echt genial und das taugt mir super. Vor wenigen Jahren war es noch die Junioren-WM. Jetzt sind wir bei den Großen in der Einzelkategorie angekommen und wir freuen uns sehr als Gemeinde, ich persönlich natürlich auch, dass wir heute die Möglichkeit haben, den Martin hier
mit einer großen Zuschauerbeteiligung zu empfangen. Eigentlich nicht vorstellbar, welche Energie, welche geistige Kraft man da tagtäglich einbringen muss, damit man sich auf die Saison vorbereitet. Und wenn es blöd läuft, bist du halt nicht immer ganz vorne dabei und hast Rückschläge und musst dich jeden Tag aufs Neue selbst motivieren, natürlich mit einem Team rund um dich herum. Das schafft der Martin Gott sei Dank. Ich hoffe, dass er es die nächsten Jahre auch noch macht. Ist, glaube ich, ja kein Geheimnis, dass gerade bei den Kombinierern oft die älteren Jahrgänge, die durchaus leistungsfähigeren sind. Das heißt, es hat schon mehrere Beispiele gegeben. Je älter das waren sind, desto weiter sind sie im Ranking weiter aufgewandert. Vielleicht ist das bei ihm auch so. Und was mich auch freut, ist, dass er wieder vorhat, in weiterer Folge dann auch in Mura seinen Hauptwohnsitz zu nehmen, dass er hier wieder den elterlichen Betrieb möglicherweise in der Nachfolge übernimmt. Das ist ein schönes Signal, das mich auch aus der kommunalpolitischen Sicht erfreut. Wie gesagt, ich hoffe, dass er weiterhin die Fahne der Stadtgemeinde Mura hochhält. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Wir haben ja im Vorfeld auch schon viel gerätselt. Es waren ja Themen, wo man ja gesagt haben, warum ist er nicht in Seefeld bei der WM 2018 zum Einsatz gekommen. Und wir sind jetzt echt froh, dass wir Mura wieder einen Medaillengewinner haben. Und das baut auf und motiviert für die Zukunft. Und ich hoffe, dass unsere Jugend und dass unsere Bevölkerung das wahrnimmt. Ich freue mich für jeden Sportler, der wirklich eine Medaille macht, vor allem natürlich hier in der Steiermark, für unsere steirischen Sportler. Und vor allem der Martin Fritz hat auch lange gekämpft drum. Und umso mehr vergönne ich es ihm. Und das ist wirklich eine tolle Leistung von ihm. Der WSV hat ja schon mehrere Größen hervorgebracht. Allerdings, ja, die haben eine wirklich tolle nordische Geschichte hier in Mura. Wenn man anfängt mit Willi Ecker und dann kommt man jetzt zum Schluss zum Martin Fritz. Und da sind noch einige dazwischen. Und es ist wirklich schön, wenn man sieht, dass ein nordischer Verein oder der WSV Mura so Geschichte schreibt. Und wirklich, da sieht man einfach die Arbeit, was sie leisten im Hintergrund. Ja, die Freude ist bei mir sehr, sehr groß, weil ich ja früher als nordischer Verantwortlicher im Steirischen Skiverband genau die Ära gehabt habe, die der Martin Fritz vom Kindes-Schüler-Jugend-Veranstaltungen bis jetzt zum Weltcup betroffen hat. Nicht? Und ich freue mich irrsinnig, dass der Martin einfach nach den Höhen und Tiefen, was er gehabt hat, sich immer wieder aufgerafft hat und jetzt zum Weltklasse-Sportler gekommen ist. Und es ist wirklich eine wahnsinnige Freude. Danach gab es noch Autogramme und viele Fotos mit dem WM-Medaillengewinner Martin Fritz. Applaus.